Willkommen zurück zur abschließenden Angezockt-Folge von Stellaris. Wir sind einige Jahre weiter im Spiel, genau genommen knappe 40 Jahre seit dem letzten Angezockt. Über die Woche kamen ja viele Folgen und ich habe jetzt zur letzten Folge einen kleinen Sprung gemacht, um euch auch einfach mal zu zeigen, wohin sich das Ganze entwickelt hat. Ich habe ja eine sehr aggressive Strategie gefahren und vorsichtig gesagt ist das ein bisschen in die Hose gegangen, denn es gab so ein paar Probleme, auf die ich gestoßen bin. Und zwar habe ich hier drüben, ihr erinnert euch vielleicht, das war ein Gegner, den hatte ich aufgeraucht und habe den eingenommen, relativ am Anfang, so ein Pazifistenvolk. Die haben sich dann aber, die haben den Aufstand geprobt und haben sich unabhängig erklärt und hatten auch instant eine ziemlich große Flotte, mit der sie mir alles in Grund und Boden gerammt haben, weil ich halt krampfhaft versucht habe, diese Planeten zu integrieren, statt sie irgendwie zu einem Vasallenstaat zu machen. Und die ziehen jetzt gerade so ein bisschen marodierend durch mein Gebiet. Da oben ist eine ziemlich große Flotte unterwegs, die ich nicht in den Griff bekomme. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir uns da doch irgendwie neben aller Aggression politisch den Hals aus der Schlinge ziehen können. Dann habe ich hier unten die andere Fraktion, die ich eingenommen habe. Da habe ich aus einem Planeten Vasallenstaat gemacht, damit der mir nicht auch noch einen Aufstand fährt. Das funktioniert relativ gut. Also die sind recht folgsam. Die machen da so ihren eigenen Kram und entwickeln sich langsam. Ja, und dann ist noch was richtig Dummes passiert. Und zwar auf meinem einen Planeten haben sich irgendwie Titanenwesen erhoben. Und, ja, den Planeten besetzt. Und ich krieg die im Moment nicht da weg. Also dieser Planet ist einfach komplett brachliegend. Ohne jede Funktion, weil titanische Lebensformen, da muss ich mir mal irgendwas einfallen lassen. Im Moment habe ich aber leider so viele andere Probleme, dass ich mich da echt nicht drum kümmern kann. Das nehme ich jetzt gerade einfach mal so hin, weil, jetzt gucken wir mal in unser Heimatsystem, da ist gerade eine 1400-Punkte-Flotte eingeritten und ich habe momentan sage und schreibe noch eine Flotte, die aus zwei Schiffen besteht, nämlich einmal einem Zerstörer und eine Korvette und ich brauche es gar nicht probieren. Also die killen mich, wenn die hier kommen. Ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt mal zumindest in den Orbit mit der Raumstation zurückzuziehen. Ja, und ich würde sagen, ich schmeiße hier auch mal ganz schnell Produktion an. Mal gucken, was wir uns leisten können. Das war's nicht. Damit wir uns hier halt so gut wie möglich irgendwie verteidigen können. Oh, da reichen nicht mal die Punkte für aus. Können wir uns hier irgendwas leisten? Nö. Nö, nö, nö. Okay, ja, läuft gerade nicht so gut, wie gesagt. Wir können mal gucken, dass wir uns noch ein Korvettendesign wieder anlegen, mit dem wir eventuell noch was reißen können. Wäre dann wohl der Anfangrumpf, so, zumindest mit dem, was ich vorhabe, relativ weit gekommen mittlerweile in der Forschung. Also ich habe jetzt Antimaterie-Raketen, also da geht mittlerweile auch ein bisschen mehr. Wir versuchen das stark auf Ausweichen zu setzen. Dann haben die schon mal eine 30% Grundchance. Jo, was haben wir noch? Mehr Hülle, okay. Ja, mehr Hülle bringt uns gar nicht so viel. Wir wollen da Strom drunter packen. Dann gucken wir mal, ob man verbesserte Deflektoren geht und einmal Nanokompositpanzerung. So, wir nennen das mal den Last Hope. Denn wenn das jetzt alles irgendwie den Bach runtergeht, ja. Nun gut, wie gesagt, ich vermute mal, wenn ich jetzt die Pause rausnehme, dass die mir gleich ins Gesicht springen werden und mich angreifen. Wir werden sehen, was tatsächlich passiert. Trotz allem versuche ich nebenbei halt noch ein bisschen meine Expansion voranzutreiben. Um eben dafür zu sorgen. Oh, Disruptoren. Na, mal gucken. Ich habe es noch nicht aufgegeben, auf jeden Fall. Ionendisruptoren. Noch Zerstörer sind. Oh, wir haben da gar keinen Wissenschaftler mehr. Ich glaube, der ist draufgegangen. Sekunde bitte. Ich gucke mir gleich an, wo ihr mich angreift. Ja, hervorragend. Das passt mir ganz gut. Einer, der das da kann. Denn wir wollen auf jeden Fall gleich mal die Ionendisruptoren erforschen, würde ich sagen. Mehr Waffen hilft hoffentlich. Wie gesagt, militaristisch ausgelegt, da bleibt uns nicht so viel übrig. Wo ich noch unterwegs bin, ich habe hier zwei Konstruktionsschiffe, die bauen momentan noch meine Sachen aus und ich habe meine Kolonien ein bisschen erweitert. Das heißt, ich habe hier oben eine relativ frisch gegründete Kolonie, die gerade so zu
zu Macht und Ansehen aufsteigt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass irgendwas davon überleben wird. Jetzt gucken wir mal. Also es sieht sehr stark danach aus, dass sie tatsächlich auf meine Heimatwelt vorrücken. Und ja, ich hoffe, dass meine Schiffe noch rechtzeitig ankommen, um das zu unterstützen, weil meine Station wird hier nicht lange durchhalten, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, hilft es noch jetzt eine Forschungsstation zu bauen? Wir können natürlich noch versuchen, eine Verteidigungsstation hinzuzimmern. Oh weia, oh weia. Ja, ist alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Wir wollen eine leichte Stationssektion, schwere. Wir wollen eine leichte haben und wir wollen noch eine leichte haben. Und wir wollen hier auf jeden Fall ordentlich Verteidigung drauf. Und wir werden wohl oder übel viel Strom brauchen. So, und jetzt gucken wir mal, was die Waffen so hergeben. Also, der Disruptor auf Klein macht 1,82. Die Atomrakete macht 2,36. Der Laser macht 1,64. Ist, glaube ich, eine relativ einfache Entscheidung. Das Ding voll mit Raketen. Und wir werden hier unten auf jeden Fall ordentlich Reflektoren reinlegen. Ach, guck mal, wir haben. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Dann nehmen wir den kleinen Schild raus und ersetzen den nochmal durch eine Panzerung. Zack. Und ich möchte gerne eine. Ja, was möchte ich denn? Unterraumfalle. Annäherungsminen klingt gut. Stand-Plattform. So, wir dramatisieren das jetzt mal, wie man das natürlich so macht, wenn man ein bösartiges Terrorregime ist. Kann ich mir nicht leisten, aber wir können schon mal hinfliegen. Vielleicht mit ein bisschen Abstand. Ich will irgendwie meinen Heimatplaneten halten können. Weil das wäre echt bitter, wenn sie mir den unterm Arsch wegschießen. Aber ich befürchte, ich habe gar nicht so viele Blätter mehr in der Hand, die ich spielen kann. Weil die mich jetzt böse, böse verprügeln werden für das, was ich getan habe. Und ich Construction complete. kann eigentlich wirklich nur hoffen. Oh Gott, sieh zu, dass du Abflug machst. Weg da. Weg da. Schnell. Station under Ja, attack. das habe ich befürchtet. So, ich hoffe, die Station hält einen Moment lang durch. Dass wir sie verstärken können mit den Schiffen hier. So. Aber ich glaube nicht, dass sie lange halten wird. Ich weiß auch nicht, so gut ausgestattet ist sie auch nicht. Ah, die Typen haben natürlich mittlerweile auch Raketenabwehr, ne? Oh, danke. Ah, komm, geh kaputt, du eines blödes Schiff. Hostile fleet engaged. Los, Attacke. So, meine Entsatzungstruppen sind da. Aber das wird insgesamt nicht mehr ganz reichen. Das gibt jetzt einfach nur noch ein böses Gesicht. Wie ihr seht, werde ich quasi direkt aufgefressen von dem ganzen Feuer, was da reinkommt. Das war mein Anführer. Ja, damit hat sich auch das mit der Plattform so ziemlich erledigt. Können wir, glaube ich, direkt schon mal sein lassen. Das ist jetzt nur noch eine Verzweiflungstat. Ich bin quasi überrannt worden und auch mein Raumhafen, an dem ich Zerstörer produzieren kann, ist mehr oder weniger Geschichte. Und du solltest, glaube ich, zusehen, dass du dieser Flotte ganz, ganz großflächig ausweichst. Wir können uns mal überlegen, wohin wir uns zurückziehen. Die anderen Planeten sind halt bei weitem nicht so gut ausgebaut. Bei weitem nicht. Wir haben hier noch eine Raumstation. Ich kann gucken, ob wir hier uns irgendwie noch ja, verbunkern können quasi, indem ich hier noch eine Militärstation dazu baue. Warum kann ich das nicht mehr? Zu nah bei einer anderen Station. Achso. Dann halt hier. Hier ist okay. Alles klar. Hin damit. Ich hoffe, dass es funktioniert, aber ich befürchte, die marodierenden Horden werden mich da einfach, ja, in die Knie zwingen. So, und jetzt Research kommt halt der complete. Punkt, dass wir einfach gucken müssen. Also alle hassen mich. Das ist noch ein ganz anderes Problem. Also so zum Thema Politik. Alle hassen mich. Also wirklich alle, alle, alle. Niemand möchte mein Freund sein. Aber ich muss mich jetzt, ob es mir gefällt oder nicht, irgendwie mit denen hier gutstellen.
weil das so auf Dauer nicht weitergehen wird. Ja. Jetzt habe ich halt einfach nur den Punkt, dass ich nur warten kann, bis sie mir diktieren, zu welchen Konditionen ich aufgeben soll. Mein Vasallenreich hilft mir zwar, wo es geht, ist aber dieser Geschichte auch überhaupt nicht gewachsen. Also ich habe da keine Chance. Das heißt, ich kann jetzt nur mal gucken, ob ich eventuell die Republic of Bla oder die Isarion auf meine Seite ziehen kann. Hier ist es auf jeden Fall so, also was ich nicht mehr probieren brauche, fangen wir mal so rum an. Ich kann hier auf jeden Fall den Botschafter zurückbeordern. Der Drops ist durch. die werden von mir nichts mehr wollen. Und ich kann jetzt mal probieren, ob ich das Isarian Mandate und die Republic of, kann ich nicht aussprechen, irgendwie dazu bewegen kann, dass sie mit mir zusammen in den Krieg ziehen in Zukunft. Denn ich brauche irgendjemand Großes an meiner Seite. Und die sind auf jeden Fall beide als überlegen und überwältigend eingestuft. Ja, was soll ich sagen? Botschafter all the way. Und das ist dann quasi so ein bisschen, also es ist noch nicht so das Midgame, was ich erreichen wollte, aber ich befürchte, für die Sigulaner sieht es nicht ganz so gut aus. Ich weiß nicht, ob die im Midgame noch mit dabei sind. Sie haben sich jetzt auf jeden Fall mal dagegen entschieden, meinen, na, wird er jetzt in Grund und Boden gebombt? Er wird jetzt in Grund und Boden gebombt, ne? Ja. Ich befürchte, dass da eine Invasion vorbereitet wird. Oh oh. Oh. Und wir nicht mehr so lange uns dagegen wehren können. Neuer Kontakt. Wir freuen uns. So, ich habe gerade andere Probleme als neue Kontakte, weil ich befürchte, dass der auch erstmal uns nicht so gut gesonnen ist. Ja. Aber wo liegen die denn? Schön da unten, ne? Ihr seid im Rücken von denen. Ah, wir hauen mal einen Botschafter schon mal direkt hin. Ich kämpfe mit Zähnen und Klauen darum, das irgendwie gedreht zu bekommen, dass ich nicht aufgeben muss in diesem Spiel und mich davon nochmal erholen kann. Und wie gesagt, wir haben noch zurzeit Raumhäfen, in denen wir bauen können, aber das wird eine Weile dauern, bis wir in den Genuss kommen, eine Flotte zu haben, die es wirklich mit diesem Brocken an Fleet, der er da unterwegs ist, aufnehmen kann. Weil ich meine, er hat halt einfach mal. Das ist meine alte Aggressorklasse übrigens, ne? Also das ist meine Erfindung, die er übernommen hat. Und die haben dummerweise alle auch Raketenabwehr mit drin. Ich habe zwischendurch schon mal versucht, eine Flotte zu bauen, die nur auf Laser basierend ist, aber das Problem ist auch keine Chance. Es ist einfach so überwältigend im Moment. Und er produziert halt auch deutlich schneller als ich. Beziehungsweise ich muss vom Grundstock aufbauen und er produziert halt einfach fröhlich Schiffe nach. Schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Und ja, das Simulanische Reich hat große, große, große Probleme zu bekämpfen. Und ich weiß noch nicht, wie wir das gelöst bekommen, weil hier jetzt natürlich auch unsere Produktion einbrechen wird, dadurch, dass die Jungs mal eben stumpf wegbombardiert werden. Und die Diplomatie braucht halt Zeit. Also es wird jetzt nicht dafür sorgen, dass wir quasi übermorgen gute Freunde haben, sondern ich habe mich halt dazu entschieden, echt ein Arsch zu sein und allen gegenüber mich auch ziemlich arschig zu verhalten. Und das hat mich jetzt natürlich ganz, ganz hart getroffen, weil mir jetzt auch keiner helfen will. Gucken wir mal, ob wir ihn dafür überleben, uns im Frieden befinden. Ach so. Ja gut, ich kann also auch kein Bündnis formen, während ich im Krieg bin. Das heißt, eigentlich läuft es jetzt darauf hinaus, dass ich warten kann, was die Jungs mir hier diktieren werden. Nee, die nicht, sondern die da. Und ich denke, das wird nichts Schönes sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das in Richtung Vasallenstaat gehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in Richtung... Hier ist schon okay, aber gib mir mal Construction drei complete. Planeten gehen kann. Können wir ja mal gucken, was sie hier für Forderungen haben. Planet befreien. Ach du Heilige. Die wollen mir quasi alles nehmen, außer meine Heimatwelt, wenn sie gewinnen. Und ich habe so das ungute Gefühl, dass sie gewinnen werden.
Ist nur so eine Vermutung, aber... Ja, das heißt, alles oder nichts. Wir gehen jetzt in Kriegswirtschaftszustand. Wir bauen jetzt hier nur noch Schiffe. Kann ich hier irgendwas? Kein Raumhafen? Kein Raumhafen bisher. Schade eigentlich. Ja, auch kein Raumhafen. Also ich habe noch diesen einen Raumhafen und ich muss irgendwie gucken, dass ich da jetzt eine Flotte rauspumpe, die es vielleicht schaffen kann, es mit denen aufzunehmen. Kakana wollen wir. So, das wird dauern. Das wird dauern. Also, Research complete. Eieieiei. Anführerrekrutierungskosten niedrig, Lebensdauer. Ja, ja, hohe Lebensdauer ist toll. Die ist bei mir allerdings nicht von Belang. Ihr werdet nämlich vorher alle sterben. Juhu, mehr Grenzreichweite. Ich freue mich so. Ich brauche Einfluss. Ich brauche dringend Einfluss. Biolabor wäre aber auch eigentlich ganz cool. Also ich mache mal ein paar Grundlagenforschungen erstmal. Ah, so, wir haben ein Minenfeld hier liegen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, die Station hier ist deutlich besser verteidigt. Wir haben auch unsere Freunde aus dem Vasallenstaat da, die uns verstärken. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ja, Zerstörer können wir hier leider keine bauen, weil die Station ist erst Stufe 1. Von daher dauert das einen Moment. Und ich bin mal gespannt, was die uns antun. Incoming Transmission. Oh, jetzt wollen sie mit uns reden wahrscheinlich. Nee, das sind nur irgendwelche anderen. Ja, Sternenkarten können wir gerne miteinander austauschen. So, unsere Verteidigung ist unten. Guck mal, was passiert denn da? Da werden die Schiffe werden weniger. Was ist hier los? Warum gehen die Schiffe kaputt? Wissen wir das, warum? Seine Schiffe werden weniger. Also seine Flotte zerlegt sich in Kleinteile. Aus irgendwelchen Gründen. Ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin will. Ich bin noch deutlich kleiner. Aber seine Flotte löst sich quasi auf. Ich weiß nur nicht, warum. Jetzt hat er noch 20 Schiffe. Nur noch, in Anführungsstrichen, aber... vielleicht konnte er sich's nicht mehr leisten oder sowas. Vom Krieg quasi aufgefressen von den Kosten. Das ist die alte Aggressorklasse, hat es scheinbar komplett zerlegt, ne? Sind jetzt nur noch die Nichtsklasse. Okay, okay. Das ist immer noch fast viermal so groß wie das, was wir haben. Aber wir nähern uns jetzt natürlich einfacher an. Vielleicht wird unser Vasall mitspielen. Können wir hier was reißen? Also ich baue jetzt mal schnell meine Flotte aus. Das hält. Construction complete. Wenn das hält, können wir echt vielleicht das Blatt nochmal wenden, indem wir ihm diese Flotte wegnehmen. Ich muss jetzt mich nur ein bisschen gedulden. Ich darf nicht zu zeitig losschlagen, weil ich brauche wirklich ordentlich Schiffe dafür. Er bombardiert mich scheinbar auch einfach ohne Sinn und Verstand, also er scheint mich nicht weiter anzugreifen. Also es kommt zumindest keine Invasionsflotte. Was ist hier nur passiert? Was ist mit seiner Flotte passiert? Ich meine nicht, dass es mir nicht auch ein Stück weit egal ist. Construction complete. Ich freue mich natürlich, wenn seine Flotte sich auflöst. Aber ich würde es eigentlich schon irgendwie gerne verstehen. So, wir haben jetzt hier eine freundschaftliche Flotte von 305. Wir haben knapp 400. Das sind zusammen 700 und ein bisschen. Das ist noch ein bisschen arg wenig, weil wir haben ja keine Unterstützung mehr hier. Und die Schiffe bei ihm sind technologisch auf jeden Fall auf einem guten Stand und sind leider auch... von der Anzahl her deutlich überlegen. Was wir jetzt mal probieren können, ist eine kleine Selbstmondmission. Und zwar probieren wir jetzt mal hier so eine Militärstation zu bauen. Ah, das funktioniert nicht, oder? Das müssen wir machen, wenn die Flotte kommt. Konstruktionsschiff schon mal hier hin bewegen. So, mal gucken, ob er darauf reagiert. Wenn er nicht darauf reagiert, können wir versuchen, da eine Militärstation hinzupumpen.
So. Ja, ihr seht, das ist der. Oh, guck mal, die Flotte wird noch kleiner. Die Flotte wird immer kleiner. Irgendwas. Oh, er reagiert drauf. Aber beschädigt es weiterhin seine Schiffe? Okay. Also, das heißt, es funktioniert nicht. Es ist noch zu früh. Es ist einfach noch zu früh. Machen wir einen Abflug. Und zwar flott. Ich weiß halt nicht, ob. Oh, schade. Ist ein Doktor tot? Ich weiß zwar nicht mehr. Irgendein Forschungsschiff bestimmt. Ja. Anführer zuteilen. Rekrutieren. Zack. So. Okay, damit können wir ihn aber zumindest mal davon abhalten, hier alles in Grund und Boden zu bombardieren. Was macht er jetzt? Er dreht wieder um. Construction complete. Mehr Schiffe. Wir brauchen noch viel mehr Schiffe. So. Jetzt hat er sich abgesplittet. Oh, jetzt kommt er. Das wäre cool. Wenn er jetzt wirklich kommt, das wäre gut. Weil wir haben eine gute Verteidigung da unten stehen. Konstruktionsschiff auch in dem Bereich zurückziehen. Wir haben eine gute Verteidigung stehen. Und wenn er mit der Flotte jetzt da reingeht, dann ist das ein Todesurteil. Weil wir haben eine Freundesflotte da, wir haben unsere Flotte da und wir haben zwei Kampfstationen. Das wäre der Hammer, wenn er jetzt hier auf diese uns da auf den Leim geht. Mit einer 600-Punkte-Flotte. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Also vielleicht habt ihr da Erfahrung gesammelt, warum das passiert, dass er plötzlich. Müssen wir hier gleich aus dem Warp kommen, oder? Oder er geht nach Hause, aber eigentlich vermute ich fast, dass er zu mir gesprungen kommt. Wohin ist er? Fragen über Fragen. Er ist im Moment nirgendwo bei mir auf dem Schirm. Er ist Richtung Short rausgesprungen. Aber da ist er nie angekommen. Der ist auf meiner Scan-Reichweite. Was ist los? Jetzt bin ich. Ich weiß es nicht genau, wie ich darauf reagieren soll. Research complete. Construction complete. Also, ich habe jetzt Schiffe. Seine Flotte ist aus irgendeinem Grund verschwunden. Jetzt versuchen wir mal erstmal als allererstes, räumen wir unsere Welt wieder frei. Das geht ja gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Welt zurück. Dann brauchen wir schnellstmöglich eine Verteidigungsplattform davor. Das können wir also auch schon mal vorbereiten. Okay, also ich habe keinen Schimmer, wo seine Flotte hin ist, aber sie ist erstmal weg und das ist für mich ausreichend. Damit kann ich leben. Privates Kolonieschiff. Okay, das muss man mal in Ruhe durchlesen, aber Lila ist im Zweifelsfall immer gut. Ich will meine Heimatwelt zurück. Du gehst hier nicht stiften, Freundchen. Du gehst sterben. Los, baue eine Militärstation, um die abzuschirmen. So. Es scheint wirklich ruhig zu sein. Also ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch mein Vasall ihn irgendwie angegriffen, aber auf jeden Fall hat sich seine Flotte verkrümelt und ich habe dadurch die Atempause, die ich hoffentlich brauche, um das hier drehen zu können. Denn ich muss unbedingt jetzt wieder ein bisschen die Überhand bekommen. Die ganze Geschichte, das wird für mich nicht so richtig gut ausgehen, mein Freund. Situation Log updated. Untersuchen. So, und ihr fliegt bitte in den Orbit ein. Verteidigt die Hülle da. Sehr schön. Okay, also, was auch immer passiert ist, ich weiß es nicht. Ich muss es auch gar nicht wissen und ich muss es auch nicht verstehen, weil im Moment sieht es auch nicht so aus, als ob von irgendwoher eine Unterstützungsflotte für ihn kommt.
Ja, ich weiß, dass ihr alle so ein bisschen Probleme habt, aber Titanen und so, das ist das nächste Problem, um das wir uns noch kümmern müssen. Wir haben erstmal die Sache irgendwie im Griff. Also ich glaube, dass wir jetzt den Krieg nochmal aussitzen können und ich werde, oder aussitzen können, also uns aufbauen können, um den Krieg so weit zu bestehen, dass wir noch eine Chance bekommen. Unsere Verteidigung baut sich auch langsam wieder auf und es scheint auch nichts kaputt gegangen zu sein. Das sieht gut aus. Und wir haben auf jeden Fall jetzt hier bei denen schon mal ein ziemliches Stein im Brett. Das ist ziemlich cool, weil das wird uns hoffentlich helfen, sobald der Krieg vorüber ist, die auf unsere Seite zu ziehen. Ja, und dann gucken wir mal. Also, weil das sind hier die nach oben, dann haben wir da schon mal eine ruhige Ecke und keinen großen Terror, um den wir uns kümmern müssen. Und ich habe, wie gesagt, zwei Probleme dann, um die ich mich kümmern muss. Das sind einmal die Fritzen hier, die würde ich gerne irgendwie wieder, wie soll ich sagen, heim ins Reich holen, dass die als Vasallenstaat wieder uns dienen und nicht da ihr eigenes Ding abziehen. Inwiefern das realistisch ist, müssen wir gleich mal rausfinden. Können ja mal. Kommt, wir haben noch ein paar Minuten und das ist schließlich die letzte Folge von Angezockt. Wir gehen jetzt hier mal Spionage betreiben und gucken einfach mal, was es da zu holen gibt. Weil in der Theorie ist das hier so ein lächerlicher kleiner Tüdelkram. Und wenn seine Flotte weg ist, ist er wirklich ungefährlich, ne? Dann ist er wirklich, wirklich ungefährlich und kann uns eigentlich nichts tun. Sagt die Theorie. So, hier kommt eine Verteidigungsstation und wir bauen sofort einen Raumhafen, wenn es wieder geht. 360, dann brauchen wir noch einen kurzen Moment. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier passiert. Okay, danke für die Station. Okay, wir haben genug Ressourcen, um den Raumhafen zu bauen und den bauen wir mit Lasern, weil wir wissen, dass er Raketenabwehr hat. So, 12 Monate, bis wir wieder eine Station haben. Und dann ist zumindest unser Heimatplanet durch eine Kampfstation und eine Raumstation geschützt. Das sollte hoffentlich erstmal ausreichen, um uns da Luft zum Atmen zu verschaffen, dass er nicht wieder direkt durchmarschieren kann. Und jetzt bin ich halt mal echt gespannt, da oben kommt unsere Flotte, ob er uns was entgegenzusetzen hat, wenn wir hier Terror Debris verbreiten. analyzed. Oder ob das alles sehr ruhig bleiben wird. Und wir machen mal eine Probe aufs Exempel. Ach, guck mal, unsere Freunde kommen schon. Dann könnte man natürlich auch direkt die Station angreifen. Ich hoffe, die ziehen mit. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Mining Station hier angreifen, um zu gucken, was passiert. Aber wenn die Typen mit dabei sind, dann hoffe ich mal, dass das reicht. Weil zusammen haben wir eine Flottenstärke von 900. Das haut hoffentlich hin. So, Angriff, Attacke und mal gucken, was passiert. Hostile fleet engaged. Oh, da sind sie. Da sind sie. 600er Flotte. Okay, also es gibt die Flotte schon noch. So, können wir das abfangen? Okay, wir haben die Station unter Kontrolle, glaube ich. Sieht gut aus. Die Station kriegen wir gut kontrolliert. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Station weggerockt bekommen. Flotte ist abgehauen, ne? Okay, also die Flotte von ihm hat sich wieder verdünnisiert. Also es gibt sie schon noch, aber Dankeschön, und wir können jetzt mal hier erforschen. Können wir nicht? Können wir schon, ne? Ach, jetzt ist es weg. Na gut. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier mal gucken, dass wir den Krieg in unsere Richtung drehen, solange es gut für uns läuft, indem wir jetzt das da auch noch abräumen. Gut, gut. Mensch, warum läuft das plötzlich so gut? Irgendwas ist anders, aber ich habe keine Ahnung was. Und solange ich jetzt hier die Chance habe, werde ich natürlich meinen guten alten Weg mit dieser Rasse, der war ja einfach auf Krieg ausgelegt, den werde ich natürlich auch versuchen einzuschlagen. Hostile fleet engaged. Oh, ja, okay, das ist hier. Und ich werde jetzt versuchen, den Druck direkt wieder in die andere Richtung zu tragen und im Idealfall diesen Krieg zu gewinnen.
Weil meine Dings waren, dass ich quasi zwei Planeten haben will, und zwar den hier und den hier. Und aus denen würde ich dann relativ schnell ein Vasallenreich formen, also so wie Situation Cash Sugars da unten. Weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, die unter Kontrolle zu halten, sodass die mir nicht rebellieren und direkt ins Gesicht springen, ist gar nicht so einfach. Und ich muss mir mal später noch was überlegen, wie man die vielleicht besser integrieren kann. So wie es jetzt ist, ist es nämlich gar nicht so dolle. Und ich würde sagen, bevor wir die Folge beenden, springen wir jetzt noch einmal in sein Heimatsystem, um einfach zu gucken, was er an stehender Flottenkapazität noch hat. Und dann würde ich euch aus dieser kleinen 8-Folgen-Geschichte von Stellaris entlassen in eure eigenen Abenteuer mit euren eigenen Kommandeuren und Erfahrungen. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch so läuft, wie eure Rassen funktionieren, ob ihr dann eher auf der Verhandlungsebene unterwegs seid, ob ihr euch eher große Föderationen zusammenbaut oder ob ihr halt auch sehr aggressiv gegen eure Gegner vorgeht. In der Hoffnung, sie da eben unter Kontrolle zu bekommen. So, das sieht aber sehr überschaubar aus. Dann würde ich sagen, springe ich jetzt mal direkt auf seine Raumstation, damit er gar nicht erst weiter Schiffe baut, und versuche hier unten meine minus 18% ins Positive zu bekommen, indem ich seine Heimatsystem leer räume. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hostile Fleet engaged. Mein Name ist Robert und tschüss. Construction complete.